Die ist richtig eklig vor sich hinschleimt, ne? Richtig widerlich. Nein. Soll ich mich mal so schminken? Mich so schminken? Nein, nicht. Du. Bitch. Ja, kannst du das so? Dich so? Naja, ist bestimmt ein bisschen doller Aufwand. Und dann müsste ich das vorher alles mit Latex und so fort molden. Nein. Ist ja immer die Drecksviecher. Vor allem sind die richtig schnell zu Fuß, ne? Ha! Du hast noch 10 Schuss. Ist doch gar nicht passiert. Doch, der eine hat mich geschlagen und dann hatte ich gleich... Da liegt eine Leiche. Scheiße. Ach, Verbrennungsöfen, natürlich. Scheiße. Mit keinem mehr. Oh, cool, ein Schrank mit nichts drin. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Steht da drauf, war? Nein, 3A. 3A und ein Handabdruck. Craig. William. Sean. Oh, Schießpulver. Schauen. Ich würde ja sagen, wir machen spontan mal irgend so ein Ding auf, aber ich kann ja sagen, was dann passiert. Da kommt bestimmt irgendwas rausgekrabbelt. Okay. Noch sehen. Kannst du dich reinlegen? Wie wär's? In irgendeinem ist einer drinnen. Wollen wir hören? Nee, die Leiche steht nicht. Das ist ja. Alle aufgemacht. Leiche steht nicht. Vor allem, was soll denn das für einen Sinn haben? Das war bestimmt ein Code. Nee, ich meine, dass sie die auch umwandeln, so. Ja, langsam wird's zu Resident Evil, juche. Trotzdem finde ich, dass man sich viel zu viel erschreckt, finde ich. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie man die... Mann, du musst die auch nicht. Lass Lara sein, Mann. Ich will die alle retten. Workshop. Kann man bestimmt nicht durch. Von der anderen Seite verschlossen. Heißt, wir müssen rumlaufen. Das sieht aus, als könnte man durchgehen. Da habe ich wieder Bock drauf, ey. Weiter. Mich gerade gut erschrocken, Alter. Ja? Ich hab gedacht, du hast gepupst. Nee, wirklich. Echt? So dolle? Karte des Verarbeitungsbereichs. Oh, wir sind im Verarbeitungsbereich. Na, da mussten wir doch auch hin. Sollen wir da nicht was holen? Den Hundekopf. Ja, wollen wir nicht. Zerlegungsraum. Wollen wir erstmal in den anderen Raum rennen? Na, müssen wir ja. Weil sonst können wir nicht in den Zerlegungsraum. Nee, hier zurück wieder. Oder? Sieht so aus, als würde es ja einfach weitergehen. Ja, aber da laufen wir ja voll den Umweg. Guck mal meine Karte. Siehst du, wir sind da, wo der Pfeil ist. Ja, und hier müssten wir jetzt lang, oder was? Ja. Ja, und wir können aber auch hier unten durch wahrscheinlich. Ja.
Aber da wird bestimmt jemand auf uns warten. Aber da wird bestimmt auch jemand auf uns warten. Es wird überall irgendwas auf uns warten, glaube ich, ja. Sei nicht auf sein schwanger Schaf. Oh! Oh! Ja, schon, der Schaf. Sind wow. Übrigens voll mit Kramsen. Können uns aber noch, ich mach mal noch eine Medizin. Wieso? Ja, weil wir nur noch eine haben. Naja, aber uns fehlt doch nichts. Du hast doch gerade eben erst eine gemacht. Ich mach noch mal Munition, so, fertig. Du bist wie so ein Medizinabhängiger. Was ist denn eigentlich das hier? Ach, man kann auch welches wegwerfen. Ein Schatzfoto. Kann ich nicht drehen. Oh, ich konnte es nicht drehen. Ja, ich glaub dir das doch. Oh, ein Dietrich. Irgendwo war eine Tür, die wir nicht. Oder eine Kiste, die wir nicht aufgekriegt haben. Ja, aber das ist ja schon ewig unter der Reihe. Naja, an unserem Speicherpunkt lag die. Also. Du gehst auch den langen Weg. Ja, weil man hier so schöne Sachen finden kann. Kein Schießpulver mehr. Zweimal Flintenmunition. Nee. Doch, habe ich gerade aufgehoben. Das ist natürlich, da brauchen wir wieder einen Schlangenschlüssel für. Damit kommen wir mit dem Skorpionschlüssel nicht weit. Deswegen habe ich ja gesagt. Ja, genau. Das ist bestimmt Schaden. Das ist ein Scheiß. Lebt doch. Oh. Wie kommt denn verdammten Lüftungsschacht rein? Frag ihn, ne? Hättest du ihn nicht getötet, hätte er uns das sagen können. Ja, das ist glaube ich nichts, was mich so wirklich interessiert. Der blubbert? Ja, es blubbert die ganze Zeit hier schon rum. Widerlich, ey. Weißt du, was richtig ekelhaft war auch? Doom. Doom habe ich genau 2 Minuten gespielt. Ich? Achso. Ich hab verstanden. Du. Nein, weißt du, nein. Doom. Weißt du, was richtig eklig ist? Doom. Weißt du, was richtig eklig ist? Ja. Halt die Klappe hier! So. Ich habe nämlich schon gesagt, irgendwas rechts neben mir ungt doch irgendwas rum. Was, warum nimmst du das nicht auf? Achso. Kann ich. Voll. Aber. Ja, du kannst endlich dann. Jetzt hast du noch eine hergestellt. Ja. Aber siehst du hier? Ja. Die Uhr? Aber ich glaube, es gibt noch ein, was Schlimmeres als Gelb. 5 Schuss, egal wohin? Naja. Gut. Rot, ja. Aber vorhin hat uns der Typ doch 2-3 Mal irgendwie gekachelt und wir sind nicht gestorben. Unkraut. Das Unkraut. Na, was soll es denn sein? Irgendwas, Gras. Was uns hilft. Oh nein! Es hat keinen Arm. Jetzt müssten wir Mitleid mit ihm haben. Das sind bestimmt die Typen, die sie verwandelt haben, oder? Vielleicht war das ja schon. Ja, dann müssten doch jetzt mittlerweile mal alle tot sein. Ja, schon, ja, schon. Ich höre doch schon wieder einen. Ein? Sogar. Das ist langsam mit der Munition echt dünner, ne? Ich sag nur. Ja.
Irgendwie sieht das auch ein bisschen süß aus, findest du nicht? Das lächelt so schön. Wo ist der andere? Das war ganz. Es irgendwie hat so ein. Ein bisschen Knopfaugen hat es auch noch. Ja, es hat so einen kleinen Smiley-Effekt. Smiley-Effekt. Hä? Hast du das auch gehört? Ja, ich hab das gehört. Hast du gesehen, dass wir Blut auf unserer Waffe haben? Ich hab gedacht, das ist Schnodder. Kann auch Schnodder sein, aber sieht irgendwie so. Es waren aber zwei und ich hab nur einen erschossen, oder? Mhm. Und der ist auch irgendwie nur so halb verschwunden. Ja. Ich sehe ihn, glaube ich, auch. Ich sehe ihn. Da rechts war gerade was drin. Jetzt aber auch nicht um die Ecke gehen. Ich wollte nur sagen, wir hatten 40 Schuss Munition. Jetzt haben wir noch 12. Guck mal, und das Ding hat nur eins geheilt. Von rot nach gelb. Geiler Scheiß. Ich kann keine Munition machen, weil wir haben keinen Schießpulver mehr, ne? The fuck. Das muss jetzt auch noch sein, ey. Was denn? Hast du nicht gehört, wie es... Ja, aber du weißt ja nicht, was es war. Ja, Metall hat irgendwie geknallt. Vielleicht haben die Viecher was umgeschmissen aus Versehen. Das kam aber von links. Mann, ey. Andere Mistvieh kommt gar nicht raus, ne? Also, sobald wir wieder reinkriegen, dann sind wir wieder rot. Sind wir jetzt grün? Weiß ich nicht, guckt auf den Mann. Ha! Ich habe ihn mit dem Messer getötet. Nachdem ich ihn ein paar Mal abgeschossen habe. Schon ganz schön räudig eigentlich. Wie spät ist das? Auch gleich aus. Gleich vorbei hier. Oh Gott. So, jetzt reicht's aber auch mit Viechern. Ja, Flintenmunition und keine Flinte. Hier ist eine Knöpfe. Oder was meinst du? Vor allen Dingen habe ich ja schon zwei Flinten gesehen. Oh, eine starke flüssige Chemikalie. Wofür können wir die benutzen? Stärker als normale flüssige Chemikalie. Damit kannst du bestimmt besseres Medizinzeug machen. Ja. Du machst ja mit Chemikalien irgendwelchen Scheiß. So, jetzt hier Dietrich. Ja, natürlich. Was? Passt nicht zu diesem Schloss. Ach, ernsthaft? Schön. Wir können versuchen, damit die Kisten aufzumachen. Vielleicht kommen wir gar nicht hier lang.
Schön, nachdem ich hier alles an Munition verschossen habe. Die kann man auch nicht durch. Ja, aber du kannst sie mit dem Dietrich halten. Meinst du? Nee, ist von, wenn es von der anderen Seite geschlossen ist. Aber du kannst es doch mal probieren. Nee, geht nicht. Ich kann nur gegenlaufen. Ja, aber hier gibt's nochmal das Kabel von dem Controller, das gerade von meinem Bein runtergefallen ist. Hier oben gab's ja noch so eine Kiste, die ich nicht aufgekriegt habe. War das hier? Hier gibt's noch. Ja, die Flinte bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich speichere erstmal. So. Hoffe, man kann uns gut hören. Auf meinem Schreibtisch sieht's aus. Gut, dass das keiner sieht. Ach ja, wir hatten keine Munition, ne? Aber dafür haben wir jetzt wieder eine Hand. Ja, da, die Hand hatten wir doch vorher schon. Also. Hast du schon alles durchgesucht? Ja, ja, das hatten wir. Geh doch einfach wieder zurück. Na, wir wollten doch an die Flinte. War der Alte jetzt hier? Müssen wir nicht da irgendwo hin? Ja. Achso, wir hatten jetzt einen Skorpionschlüssel, ja, genau richtig. Ein Skorpionschlüssel. Skorpion. Kann man den nur einmal verwenden? Ne, gut. Oh. Yeah! Genau da wollte ich hin. Geiler Scheiß. Hast du auch den Dielenknarren? Ja. Wir müssen da an die Flinte, ne? Ja, aber dann geht die Tür zu. Dann. Irgendwo habe ich noch eine Flinte gesehen gehabt. Ja, da waren da wo der Alte war. Der Verbrannte. Ja, wieder auferstandene und relativ frisch aussehende. Echt? Ja, der war doch dann wieder geheilt, ne? Ich weiß das. Der hat sich regeneriert gehabt. War das hier drin? Da muss ich Mia ja auch regeneriert haben. Das war hier, ne? Hm. Irgendwo war da noch so eine Scheißtür. Ach nee, das war eine Schlangentür, ne? Hallo, guten Abend, Felix. Diesmal gleich pünktlich dabei. Um zu flamen. Aber der war ja dann weg. Hier, Skorpionschlüssel. Genau hier war die Flinte. Ich hoffen wir mal, dass er weg ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass er hier irgendwo rumturnt. Eine defekte Flinte, warum? Weil du die dann bei der Statue reinlegen kannst. Ah, stimmt. Mhm. Gut, dass du mitspielst. Ja, ich weiß. Ohne mich wärst du aufgeschmissen. Ja, ich bin es leid, die ganzen Scheiße immer durch den Hof zu jagen. Wenn das nächste Mal einer unserer Gäste abhaut, versteckt die Hundekopf-Reliefs, damit keiner von denen mehr aus dem Haus kommt. Reliefs eigentlich, ne? Ja. Reliefs. lass sie uns so verstecken. Die Statue im Wohnzimmer haben wir. Das Buch im Freizeitraum haben wir. Zerlegungsraum im Keller, na, da waren wir noch nicht drin, weil wir... Keine Munition mehr. Kein Schlüssel, war doch abgeschlossen irgendwie, ne? Weil wir nicht wussten. Toll. Oh, ein Gebiss. Oh, geil. Da fehlt ein Zahn. Können wir aber nicht mitnehmen, ne? Nee. Müssen wir, glaube ich, auch nicht. Munition! Munition! Flüssige Chemikalien. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn die Tür offen ist, ne? Wollte ich nochmal sagen.
Liebe Mrs. Baker, wie fühlen Sie sich in letzter Zeit? Das ist schon eine Weile her, seit Sie zu Ihrer Untersuchung gekommen sind. Oh, sag nicht, dass sie schwanger war, die eine. Ich schreibe Ihnen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir die Analyse Ihrer Röntgenaufnahmen abgeschlossen haben. Die dunklen Bereiche in Ihrem Kranium sind fungusartige Strukturen, die anscheinend mit Schimmelpilzen verwandt sind. Kranium? Ah! Nein! Scheiße! Versteck dich, bück dich oder so. Oh Gott! Ja, jetzt hat er dich schon gesehen. Du, hä? Wie denn? Warum? Wieso? Ich komm nicht raus! Das Wichtigste haben wir, oder? Ja! Nicht mehr lang, dann finde ich dich und leg dich um! Okay, mache aber jetzt nicht. Heiliger Dreck, wieso? Ich dachte, das Spiel pausiert wenigstens, wenn man in so einem scheiß Lesemodus ist. Hol die Flinte. Ja, ich hol dir die Flinte. Wo ist denn die? Ach, da. Du musst trotzdem noch wie sie sind. Okay, mach was du willst. Und jetzt nimm die Flinte.